Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 2, wo wir uns immer noch einen Weg durch die Reihen der Orkbahn zusammen mit unserem geschätzten Freund Biff, der uns so sehr mag, dass er uns ständig Geld abknüpft dafür, dass er Spaß hat mit Orks umringen. Aber gut. Solange er seinen Teil macht, manchmal klappt das auch ganz gut mit ihm zusammen, kann ich mich halt jetzt schon an Gegner wagen, die für mich alleine ein bisschen zu hart werden. Dann kommt noch ein Ork. Na, verdammt, warum gehen die alle auf ihn? Es geht ja gut los hier. Und der Wag ist immer noch nicht tot. Ja, wo kamen die Orks jetzt auf einmal noch her, bitte? Was soll das? Dann wäre das was Falsches. Ja, gut, muss ich mich wahrscheinlich wieder ein Stück weiter zurückziehen. Irgendwie hat irgendjemand von uns noch die Orks angelockt. Anhand dessen, dass sie auf ihn losgegangen sind, würde ich mal schätzen, er. Ja, herkommen. So. Jetzt stürmen wir nicht dahin. Es kommen schon wieder Orks, sag mal, was zum Geier? Zumindest die Ork-Elite kann ich ja ablenken, aber die anderen. Es geht wieder schlecht aus. Sag mal, wo kommen auf einmal dann noch diese Orks immer her? Was zum Geier? So, jetzt gehen wir von hier mal ran. Habe ich das auch besser im Blick? Oh nein, jetzt geh doch nicht dahin. Ach du Vollidiot. Ah. Wirst du bitte aufhören, da so reinzustürmen und die Orks zu dir zu holen? Das ist wäre ganz nett. Wir wollen erstmal nur die Waage. Erstmal nur die Waage. Danach kümmern wir uns um die Orks. Schon wieder eins von diesen Biestern. Irgendwie bin ich gerade. So. So. Na, immerhin. Haben wir die Waage jetzt noch erwischt? Dann könnten wir uns jetzt um die Orks kümmern, aber da sind auch noch ein paar Waage dabei. Aber ich glaube, die Orks haben eine höhere Reaktionsreichweite, ab wann die auf Viecher Hast du was klar? reagieren. Also auf uns reagieren, meine ich damit, mit Viecher. Manche mögen das auch als Aggro-Range bezeichnen, wenn sie mal hier um MMO-Lead-Speak bleiben wollen. Wenn nicht, dann kann es auch kompliziert machen. So. Es sind wieder viele, aber es ist nur eine Elite dabei. Solange es nur eine Elite ist, kann man das schaffen. Kann ich das schaffen? Bei zweien wird es dann halt erst kompliziert. So, umdrehen. Jetzt nicht auf die Orks zustürmen und noch die Waage anlocken. Das muss echt nicht nötig sein. Und der Elite kommt als erstes, finde ich gut. Schon wieder eins von diesen Biestern. So, jetzt geht er auf ihn. Nein, ich muss da durch. Verdammt. Ah, fuck. Jetzt bin ich gleich tot. Jetzt mach was, du. Ja, wieso habe ich Biff im Ziel? Es sind so viele Orks hier im Bild und ich laufe rum, drück auf nix, halt meinen Fokus auch nicht fest. Und ich habe Biff im Ziel. Nee, heilen wollte ich jetzt nicht. Ich falle euch echt um.
Arr. Mann. Schon wieder eins von diesen Biestern. So, jetzt geht er auf Biff los. Muss ich mir helfen? Das wäre zumindest besser. Nein. Ach, ach. Ey. Oh. Ah. Noch lebt er. Der Biff. Man hört auf zu blocken. Nein, du gehst nicht auf Biff los. Hier, ich bin hier. Mietz. Ja, genau. Immer ein Tanz auf der Spitze eines brennenden Vulkans, so ein Kampf. Nicht, da ist nichts zu holen. Na gut, aber wieder eine Mistgruppe weniger. Aber es wird langsam schon wieder dunkel. Deswegen würde ich sagen, Biff, wir setzen das am nächsten Tag fort. Du kannst jetzt. Kannst für den Abend Pause machen? Ich denke, ab hier beenden. Wieder mal. Ja. Da hinten sind noch ein paar Waage. Ich glaube, ich mache eben noch die Waage kaputt, bevor ich in die Burg gehe und mir eine Mütze Schlaf gönne. So, herkommen. Meine Damen. So. So viele Wagfälle, wie ich schon wieder habe. Ich damit zu meinem Meister zurückkehre, da wird sich wahrscheinlich auch erstmal denken, so, durch was für Armeen bist du denn bitte gelaufen, um an diese ganzen Fälle zu kommen? Weißt du, wollte jetzt so gucken, ob hier noch was ist. Ich glaube ja nicht, dass hier noch irgendwelche Sachen rumliegen, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher, ne? Na gut, jetzt haben wir einen großen Teil des Eingangsbereiches wieder freigekämpft. Hier ist ja der Eingang zur Burg. Das haben wir jetzt. Es sieht schon ein bisschen friedlicher aus vor der Burg. Ich würde mal sagen, so ungefähr die Hälfte des Burgkreises ist mittlerweile befriedet. Nee, zur Burg. Jetzt habe ich keinen Mana mehr, um mich zur Burg zu teleportieren. Das ist auch ein bisschen traurig. So, dann kann ich, glaube ich, mal meine gefürchteten Geheimwaffen einsetzen, nämlich meine. Wo sind die eigentlich? Meine Blauflieder, genau. So. Brauche ich noch irgendwas? Brauche ich noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich könnte Sachen verkaufen, aber ich frage mich immer, wozu? Ich habe kein Gewichtslimit. Deswegen gehe ich einfach schlafen, glaube ich. So. Bis zum nächsten Morgen. Jetzt könnte ich ein bisschen Stärke trainieren, wo ich eh schon mal hier bin. Für Innos. Das wollte ich gerade selber sagen. Ja, ich kann noch ein bisschen Stärke trainieren. Ich bin gerade auf 87. Ich weiß nicht, ob das ab 90 wieder mehr kostet. Ob das ab 90 schon ist oder ob das erst später losgeht bei Stärke. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich kann ja auf Nummer sicher gehen.
Ich kann dann erstmal 2 Punkte so trainieren und dann für 15 5. Das wäre auf jeden Fall safe. So, versuchen wir es mal. Hey, du. Ich will stärker werden. Ich will stärker werden. Mich 1, 2 und dann noch 5. Du verlangst mehr von mir, als ich dir beibringen kann. Was? Was kannst du eigentlich? Das ist auch ein bisschen doof. Wo finde ich denn jetzt jemanden, der mir Stärke beibringt, ohne dass ich in die Stadt gehe? Irgendeiner von den Drachenjägern vielleicht? Das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Ich habe mich schon so gefreut, dass ich jetzt endlich mal auf über 90 Stärke komme. Diese Probleme erledigen, als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Tja. Warum hört eigentlich keiner Die auf mich? Probleme Habe Nee, ich das doch möchte ich jetzt aber echt gesagt. machen, weil Ich hätte ich das kann gemacht. der Typ hier, der Paladin, Alles der wird trainiert gut nur werden. Kampfstile, ne, und nicht Stärke. Wie Besonders. der Parsival? Nee, Parsival war das nicht. Das ist wirklich nicht mein Kerolot? Problem. Von mir hat er das nicht. Entspann dich mal wieder. Entspann dich wieder. Ich habe Du was hast ja deinen anderes gehört. Geldbeutel wieder. Reiz mich nicht, Bursche. Zieh Leine. Bursche, was muss mich jetzt hier Bursche abstempeln? Das Ich ist doch bin alles genauso nicht Diener wahr. Inos wie du, Freundchen. Na gut. Tut mir leid, aber ich möchte wirklich auf über 90 Stärke kommen. Dann würde es sich nämlich schon fast wieder lohnen, endlich mal die ganzen Stärkeboosts zu benutzen. Dann könnte ich eine bessere Waffe tragen, dann mache ich vielleicht mehr Schaden und sowas, dann wären die Kämpfe vielleicht einfacher und sowas. Es setzt halt so eine Kettenreaktion von Sachen in Gang. Deswegen würde ich gerne jetzt eben die Stärke trainieren. So. Ich gehe jetzt mal zu dem einen Typen, von dem ich weiß, dass ich bei ihm Stärke trainieren kann und dass das auch weit genug ist. So, das raus. Dann möchte ich zur Hafenstadt. Was ist eigentlich mit Laris? Kann Laris das nicht? Hey! Laris? Ich möchte Stärke trainieren. Ach so, wegen der verschwundenen Leute übrigens Warum noch. soll ich mich wegen der verschwundenen Leute? Die sind zum Das Teil ändert wieder doch da. hier was gar nicht. Ich habe einige vermisste Leute retten können. Ich habe gewusst, dass du es schaffen würdest. Dann kann ich mich jetzt ja endlich um meinen eigenen Kram kümmern. Sag mal, die ganzen anderen Söldner sind ja jetzt Drachen jagen. Warum bist du da eigentlich nicht? Wieso bist du nicht auf der Drachenjagd? Das ist nichts für mich. Das überlasse ich lieber den anderen. Nee, nee. Frische Seeluft, das ist es, was ich jetzt brauche. Aha, Laris, bist du jetzt alt oder was? Naja, wer ist mit Bring mir was Stärketraining? bei. Das weiß doch inzwischen jeder. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Und ich Na bin noch gut. viel schlimmer. Dann muss ich zu meinem Paladin-Ausbilder Sich denn gehen. noch alles Wohl kümmern? oder übel? Er arbeitet auf den ganz schlimm. Schlimme Zeiten sind Ich hätte das dahin. jetzt auch offscreen machen können, aber dann. Ich weiß Sie sind nicht, ob alle sich die Leute schuld. beschweren. Ich nehme ja immer viel zu weit im Vorfeld auf, als dass ich auf die meisten Anmerkungen Rücksicht nehmen könnte, wenn es welche gäbe. Man selbst hätte nicht darauf Aber geachtet. jetzt laufe ich da mal hin wegen dem Stärketraining. Ich habe so einiges Ich vermute mal, erlebt. dass dann jeder weitere Punkt Stärke mich jetzt ab jetzt Man vier selbst Punkte ist nicht kostet, darauf statt gekommen. aktuell drei. Wenn das der Fall ist, Noch. dann würde ich anfangen, die ganzen Stärke-Boost-Sachen tatsächlich mal zu benutzen. Weil ab 100 Stärke könnte ich ja theoretisch auch Inos leuchtet das ein in Innos seinem geweihte Schwert Weisheit der benutzen. Kenner. Was eine ganze Ecke mehr Schaden hat als das Schwert, was ich aktuell benutze. Aber erstmal reden wir mit Ingmar. Ingmar, ich möchte stärker werden. Ich will stärker werden. Jo, ja, jetzt kostet es 20. Dann ist alles so, wie ich das geplant habe. Habe ich gerade geplant gesagt. Ich meine, wie ich das voraus improvisiere. Wirklich daran. Dann kann ich ja jetzt mal hier so ein bisschen Sachen benutzen. Zum Beispiel könnte ich Äpfel essen. Das könnte ich aber auch am Ende der Folge machen, weil das sind ja Könnte 75 mich Äpfel. Das ist etwas ja eine ganze kosten. Menge. Aber ich könnte zum Beispiel mal hier den Da sind wir Eintopf wieder. von Thekla essen. Der bringt Stärke. Das ist doch alles nur Gerede. Echter Seemannsgrog? Wiederhören. Nee, 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 nee. Man selbst ist Also, ich nicht habe hier noch darauf ein Elixier gekommen. der Stärke. Das habe ich früher auch Dann gedacht. haben wir noch Stärke-Tafeln, glaube ich. Wird sich das Hier. jemals ändern?
Na, Tafel. Eine der ne, zwei der 1 und eine der 3, na gut. 6. 2. Und nochmal 2. Sehr schön. Habe ich noch irgendwas? Habe ich noch irgendwas? Ich kann die Äpfel noch essen. Das Wasser braucht, glaube ich. Jedenfalls habe ich jetzt 108 Stärke. Das reicht, glaube ich, für die gesegnete Erzklinge. Deswegen vielen Dank, Edles Langschwert. Du hast lange treue Dienste geleistet mit deinem 80 Schaden für 70 Stärke und Einhandbonus. Aber ich möchte jetzt meine 120 Schaden für 100 Stärke benutzen, die darüber hinaus noch ein ganz kleines bisschen längere Klinge hat, also auch noch ein ganz kleines bisschen höhere Reichweite hat. Was ich immer betone, weil ich das ja so mag. So. Von mir erfährt keiner was. Haben wir das? Gut, dann können wir jetzt auch wieder zurückkehren. Wenn ich den Teleport finde. Pass in Corinus, genau. Letztendlich wird die Gerechtigkeit. So. Sehr schön. Bin immer gespannt, ob sich das vom Schaden her tatsächlich ein bisschen zeigt. Ich meine, wir haben eine bessere Waffe, die macht mehr Grundschaden. Und durch das mehr Stärke machen wir, wenn wir kritische Treffer machen. Also 100% haben wir ja da mittlerweile da, wegen unserem 100% Einhandstil. Dann 101%, Entschuldigung. Dann machen wir nochmal extra Schaden, der von Stärke abhängt. Das heißt, es sollte jetzt ein bisschen einfacher sein, wo ich jetzt so ungefähr 20 Punkte mehr Stärke habe. Auf einmal. Gucken wir mal. Ich bezweifle ja, dass ich vom Schaden her an das rankomme, was unser Typ macht hier, was Biff macht. Aber vielleicht bin ich nicht mehr ganz so viel schlechter wie Biff im Schaden machen. Es wäre schon mal ein Anfang. So. Ich werde noch am Folgenende, werde ich dann noch die Äpfel essen, das kann ich ja schon mal ankündigen. Das bringt auch nochmal Stärke, die bringen alle 25 Äpfel, glaube ich. Bringen die einen Punkt auf Stärke. Nee, nicht laden. Das heißt, da würden auch nochmal 3 Punkte kommen, dann wäre ich irgendwo bei 110. Statt vorher hatte ich 85 oder sowas. Ein bisschen mehr als 85, glaube ich. Na gut. Es ist jetzt, wie spät ist es eigentlich? Es ist 9 Uhr. Gut, es ist fast 10 Uhr, aber ich werde auf jeden Fall wieder Biff abholen und weiter mit Biff die Gegend unsicher machen. Das hat ja bisher ganz gut geklappt. Vielleicht kommen wir jetzt ein bisschen schneller voran immer mit den Leuten. Da vom Haupteingang war sowieso eine ziemlich hohe Konzentration von Orks, vor allem auch von Elite-Orks. Deswegen wird das, glaube ich, jetzt in Zukunft ein bisschen einfacher, aber vielleicht irre ich mich auch. So, Biff, geht wieder los. Hast dich genug ausgeruht? Hattest jetzt 10 Stunden frei oder sowas? Ein bisschen mehr? Es muss reichen. Es geht die Schicht weiter. Die Ork-Klopp-Schicht. Ich kann ja diesmal den Weg hier durch den Fluss abkürzen. Wir haben ja jetzt hier schon ein relativ großes Stück von Orks gesäubert. Kann ich ja jetzt hier durch das Flussbett abkürzen. Aber am besten irgendwo lang gehen, wo Biff nicht vielleicht irgendwo festhängt. Da ist aber auch noch hinter uns, oder? Ja. So, Biff, hier lang. So, hier rüber. Röwe, röwe, wie man hier sagt. So. Ich glaube, hier hatten wir das letzte Mal aufgehört. In dieser Hütte war ich noch gar nicht. Da liegt nämlich noch ein Fell, ein Wagfell natürlich, was auch sonst. Und noch ein Wagfell. Ich hätte ja gerade mal Felle verkaufen gehen können, aber egal. Mache ich, wenn ich das nächste Mal in die Stadt sowieso zurückkehre. Das war jetzt ein eher ungeplanter Stadtbesuch. Und da hinten ist wieder ein Elite-Ork. Schauen wir mal.
Da sind gleich drei auf einem Haufen. Oi. Oi. Und ein Schamane. Und der geht jetzt zu den anderen. Ah. Geht doch mal ein Stück auseinander. Bitte. Nein, nicht wieder zusammen. Arr. Ich bin jetzt ein bisschen stärker geworden, aber ich glaube nicht, dass ich zwei davon aufhalten möchte. Komm mal ein Stück hierher gelaufen. Nee, nicht dahin zurück. Ey. Mist. Da geht der Plan und die Theorie, dass nicht mehr so viele Orks übrig sind. Aber es sind noch irgendwie Elite-Orks übrig. Ich versuch's mal. Wenn das nächste Mal hier in unsere Richtung kommt, vielleicht kommt er einzeln. Ich bezweifle es aber. So, jetzt. Hallo? Nein, er kommt nicht einzeln, natürlich. Fuck. Ihr unwürdigen Diener Belias, spürt den Zorn Innos. Oh, ist echt ein bisschen mehr Schaden. Oh, aber die machen auch Schaden. Und die sind drei, im Gegensatz zu mir. Oh, fuck. Der muss jetzt alleine mit klarkommen, tut mir leid. Ich muss erstmal hier die weiter in Schach halten. Nein. Verdammt. Na gut, aber der Schaden sieht schon deutlich besser aus. Das muss ich ja mal neidlos eingestehen. Ich versuch's deswegen nochmal, auch wenn das eigentlich ein bisschen bescheuert ist. Hier gegen die drei, aber. Ich bin auch bescheuert, deswegen darf ich das. Was bin ich schon wieder tot? Meine Güte. Hatte ich nicht noch so eine Eisteile? Vielleicht kann ich ja mal einen von denen, wenn die angestürmt kommen, mit dem Eisblock aufhalten. Ich glaube, ich habe den aber wieder abgerüstet gehabt. Ja. Nee, Eisblock. Danke. So, kommt her. Kommt her, ihr Mistviecher. So, jetzt ein Stück zurück. Und dann muss ich hoffen, dass ich irgendwie dir ins Ziel kriege anstatt Biff. Das ist natürlich auch wieder so eine ganz komplizierte Sache wird. Wahrscheinlich muss ich hier ein Stück außen lang laufen. Schon wieder So. eins von diesen Biestern. Jetzt habe ich zumindest erstmal nur zwei für einen Moment. Ja, gut gemacht, Biff. Ich lenke dir die Typen noch ein bisschen ab. Biff, kommst du bitte wieder her? Oh oh. Oh oh. Mach ihn kaputt. Nein! Fuck! Arr. Dammit. Aber die Strategie war, glaube ich, nicht so schlecht. Keine Ahnung, wie die Orks das machen. Die tragen eigentlich Zweihandwaffen, können die aber schneller mitschlagen als ich. Das ist schon so ein bisschen kaputt. Normalerweise sollte man mit Einhandwaffen schneller schlagen können als mit Zweihandwaffen. Wobei die ja einhändig führen. Von daher, vielleicht mag es daran liegen. So. Kommt her. Kommt. Put. Put, put, put. So. Umdrehen. Schon wieder eins von diesen Biestern. So, Schwert. Schon
Mach den Typen einfach kaputt, der blockt nicht. Mann, Junge. Muss ich das selber machen, oder was? Du musst einfach bloß dreimal draufschlagen, ist das Ding kaputt. Stufe gestiegen, sehr gut. Ich werde jetzt aber die nächsten Lernpunkte, die ich kriege, werde ich nicht in Stärke stecken, sondern in Alchemie. Ich glaube, für 20 Lernpunkte kann ich lernen, Stärketränke zu brauen. Dann kann ich mit Hilfe dessen aus den Drachenwurzeln und den den für Permanente. Nein, nicht Feldnöte durch das andere. Jetzt habe ich schon vergessen, wie das heißt. Ah, verdammt. Kronstöcke, ja genau, Kronstöcke kann ich dann Tränke herstellen, die mir jeweils plus 5 Stärke geben und davon kann ich einige herstellen, von daher ist das lohnenswerter, als noch stärker zu trainieren im Moment, zumindest. Ich werde sicherlich wieder irgendwann weiter stärker trainieren, aber im Moment nicht. So. Ach, du hast Fernkampf, ne? Blöd. Hier ist kein Baum in der Nähe. Schon ziemlich. Aber hier ist auch keine Elite in der Nähe. Mit der neuen Waffe und dem der zusätzlichen Stärke ist das echt eine ganze Ecke. Entspannt, ne? Oh, schon wieder so ein Mistvieh. Arg, fuck. Oh, kommt wieder eine Elite. Fucking Scrubs. So, ja, danke. Ja, gut, ich muss den irgendwie herlocken, aber ich frag mich, wie. Dann müsste ich den ja fast hier zum Haus hinlocken. Weil da reinstürmen kann ich anscheinend nicht, weil dann doch noch ein paar Orkeliten im Hintergrund sind. So, komm, komm. Komm, Mistvi. Ich warte auf dich. Trau dich. Na, komm her, komm. Och, meine feige Orks. Wie wär's mit dem Baum hier? Den habe ich eben gar nicht gesehen. Ich mich hier hinterstelle. Genau, komm her. Hier ist ein schöner Baum. So. Ich möchte gerne die Axt, danke. So, machen wir erstmal den Strand hier vorne frei. Na, kommt her. Ich bin positiv überrascht von der zusätzlichen Stärke. Ich dachte nicht, dass der Effekt so spürbar wäre. Schon wieder eins von diesen Biestern. Na, kommt her. Wenn ihr sterben wollt, dann kommt einfach her. Und geh bitte nicht zu nah da hinten ran. Danke. Du Idiot. Das sieht nicht gut aus. Was zum Geier ist das denn jetzt für ein Vieh? Warum kriege ich das Orkelite nicht ins Ziel? Ey. Das überlebt er doch niemals. Das sind drei. Ja, nee, ist klar. Oh, Biff, du Depp. Oh. So, das war's mit
Tja, das lief eben gar nicht so gut, weil Piff da dann doch noch einen Schritt zu weit gegangen ist, weil ihm natürlich scheißegal ist, wann er neue Gegner anlockt. Der hat das nicht so auf dem Schirm, der Arme. Na gut. So, lass uns erstmal hier den Strand aufräumen, bitte. Warum gehst du jetzt dahin? Warum? Du lockst doch nur wieder die Trottel an. Jetzt geh hierher, Junge. So. Okay, hier sind keine Viecher mehr, sind hier auf dem auf der Insel noch Viecher, sieht irgendwie nicht danach aus. Da vorne ist auch schon der Ork-Zaun, den muss ich auch noch sauber machen. Alter Falter, viele Gegner. Viel Feind, viel Erfahrung, viel Ehre, aber vor allem erstmal viel Feind. Ja. Gut, ich glaube, ich bin auch schon wieder weit, weit in der Überlänge, deswegen machen wir jetzt an diesem Punkt wieder Stopp mit der Folge und beim nächsten Mal geht es weiter gegen die Orks. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.